Dual-Kamera-Smartphones sind der aktuellste Trend aus China und auch im Budget-Bereich etablieren sie sich mittlerweile. Oft sind diese Geräte aber mehr eine Spielerei. Ob das beim Duchi Shoot 1 auch so ist, haben wir für euch getestet. Ich bin Christopher von China Mobile Mac, viel Spaß mit der Review. Zum Lieferumfang des Duchi Shoot 1 gehört eine hübsch designte Verpackung, eine SIM-Nadel, eine Bedienungsanleitung, eine Garantiekarte, ein Micro-USB-Kabel und ein 2-Ampere-Netzteil mit deutschem Stecker. Dazu bekommt ihr noch ein nützliches Silikon-Case, welches über Kappen für die Anschlüsse verfügt, um das Eindringen von Staub und Wasser zu verhindern. Das Design des Duchi Shoot 1 erinnert uns stark an das OnePlus 3, nur eben dicker. Und nein, es besteht nicht aus Metall, sondern komplett aus Kunststoff. Damit sind auch die Antennenlinien, die hier zu sehen sind, nur der Optik wegen präsent. Die Verarbeitung ist auf den ersten Blick für den Preis in Ordnung, bei genauerem Hinsehen erkennt man dann aber doch Defizite. Der SIM-Tray schließt beispielsweise nicht genau mit dem Rahmen ab. Außerdem ist es recht fummelig, die Karten in die SIM-Schublade einzulegen, da diese sehr leicht durchrutschen. Das Gerät ist nicht sonderlich verwindungsfest und kann recht leicht verbogen werden. Einen guten Eindruck macht der physische Home-Button. Dieser verfügt über einen angenehmen Druckpunkt und wackelt nicht. Nur das Knacken beim Drücken wirkt etwas billig. Eine Status-LED fehlt dem Smartphone leider. Die Kameras auf der Rückseite stehen etwas aus dem Gehäuse hinaus und mit Kameras das Handset 10,4 mm dick. Das Gewicht liegt bei 166 Gramm. Beim Display liefert das Duchi Shoot 1 für die Preisklasse eine echt gute Performance ab. Das verwendete 5,5 Zoll Full HD Panel von Sharp bietet wirklich intensive Farben, einen guten Kontrast und eine hohe Helligkeit, sodass auch die Nutzung im Freien problemlos möglich ist. Beim Touchscreen kommt ein 5-Punkt-Digitizer zum Einsatz, welcher mit einer schnellen Reaktionszeit und guten Genauigkeit überrascht. Das Displayglas ist kratzfest, auch wenn Duchi nicht mit gehärtetem Glas wirbt. Eine oleophobische Beschichtung fehlt im Duchi Shoot 1 leider, dadurch ist auch die Gleitfähigkeit der Oberfläche nicht so gut. Performancemäßig reicht das Duchi Shoot 1 nicht an andere Geräte mit dem MT6737T heran. Das System läuft irgendwie nicht so rund wie beispielsweise beim Ukitel U20 Plus. Es gibt immer mal wieder kleinere Ruckler oder Hänger, die zwar nicht übermäßig stören, aber eben für ein unrundes Gefühl bei der Nutzung sorgen. Spieler werden mit dem Duchi Shoot 1 abseits von Casual Games nicht zufrieden sein. Aktuelle Spiele sind nur mit stark reduzierten Grafikeinstellungen halbwegs flüssig spielbar. Für Spiele wie Candy Crush und dergleichen reicht die Leistung aber dicke. Etwas knapp bemessen ist der Arbeitsspeicher mit nur 2 GB. Beim Multitasking ist hier ab 5 bis 7 Apps Schluss. Mit 3,5 GB pro Sekunde ist der RAM auch nicht sonderlich schnell unterwegs. Beim Speicher gilt dasselbe, 16 GB sind heutzutage nicht mehr viel und die Geschwindigkeit liegt hier auf dem Niveau von MicroSD-Karten. Apropos, MicroSD-Karten könnt ihr dank Comboslot nutzen und auch als internen Speicher formatieren. Bei den Sensoren bewerten wir die Ausstattung als unzureichend, ein Gyroskop fehlt und der vorhandene Kompass funktioniert nicht korrekt. Der Fingerprint-Scanner funktioniert ganz gut, von 10 Entsperrversuchen schlagen etwa 2 fehl, leider dauert aber der Entsperrvorgang etwas lange. Auf dem Duchi Shoot 1 läuft Android 6.0 Marshmallow mit Security-Patch vom Dezember 2016. Die Optik wurde nicht verändert, aber trotzdem einige Zusatzfunktionen implementiert. Das Duchi Shoot 1 bietet verschiedene Gestenoptionen. Die Multi-User-Funktionalität von Android wurde freigeschaltet. Man kann durch das 3-sekündige Drücken von Volume Up und Volume Down eine SOS-Nachricht abschicken. Die Screenshot-Funktion wurde aufgebohrt und erlaubt das freie Ausschneiden oder Anfertigen von langen Screenshots. Und es gibt einen One-Handed-Mode, welcher die bequeme Nutzung mit einer Hand durch das Verkleinern des Bildschirms auf etwa 4 Zoll erlaubt. Weniger gut gelöst wurde die Bedienung mit dem Home-Button. Dieser ist berührungsempfindlich, einmaliges Antippen löst zurück aus, Doppeltippen öffnet den App-Switcher. Leider erfolgt, wie hier zu sehen ist, die Reaktion auf die jeweiligen Eingaben erst mit starker Verzögerung, was einfach stört. Es gibt auch keine Einstellungen für den Button, mit welchen man das Verhalten ändern könnte. Wie es sich für ein Kamerasmartphone gehört, wurden natürlich auch die Kamerafunktionen etwas aufgebohrt. Zugegeben, die Kamera-App ist nahezu unangetastet und bietet nur den Dual-Kamera-Modus als Zugabe.
Doch in der Galerie finden wir einige hinzugefügte Spielereien. So kann man auf Selfies künstliches Make-up anwenden, entweder automatisch oder manuell. Und es gibt verschiedene Objekte zur Dekoration von Personen in Bildern. Beim Mobilfunk- und WLAN-Empfang schlägt sich das DutchiShoot 1 gut, Band 20 LTE wird unterstützt. Im WLAN werden rund 70 Megabit pro Sekunde erreicht und bei größerer Entfernung bricht die Bandbreite nur leicht ein. GPS ist dagegen unbrauchbar, beim Navigieren bricht alle 10 Sekunden der Fix ab und es wird erneut nach einem GPS-Signal gesucht. Beim Google Fit Tracking sprang der Wegpunkt wild auf der Karte umher. Der Medienlautsprecher im DutchiShoot 1 ist recht laut und gibt auch besser wieder, übersteuert aber sehr schnell. Der Kopfhörerausgang liefert ein sauberes Signal mit ausreichender Lautstärke. Die Telefoniequalität ist mittelmäßig, der Gesprächspartner klingt etwas blechern, man selbst kommt aber, dank Noise-Cancelling-Mikrofon, am anderen Ende stets klar und deutlich an. Kommen wir nun zum Highlight des DutchiShoot 1, der Dual-Kamera. Diese basiert auf einem 13-Megapixel Samsung 3L8-Sensor und einem 8-Megapixel Hynix-Sensor. Damit ist die Kamera schon rein auf dem Papier besser als beim zuvor getesteten Ukitello 20 Plus. Auch in der Realität wird dieses Versprechen gehalten. Tatsächlich ist die Dual-Kamera-Funktion hier nicht nur eine Spielerei, sondern tatsächlich eine nützliche Funktion, vor allem für Makroaufnahmen bei guter Ausleuchtung. Man kann damit tatsächlich wunderschöne Bilder mit ansehnlichem Bokeh-Effekt erzeugen. Gerade für Instagram-Bilder macht das DutchiShoot 1 eine echt gute Figur. Die generelle Bildqualität im Single-Cam-Modus ist nicht perfekt, aber in Ordnung. Etwas Optimierung könnte hier und da aber nicht schaden. So mangelt es Bildern ab und an an Detailreichtum, was hier etwas matschig wirken lässt. Der Dual-LED-Blitz ist extrem hell und leuchtet auch größere Räume problemlos aus. Man sollte aber eine ruhige Hand haben, denn die Auslösezeit ist recht lang. Die Lowlight-Performance der Kamera ist unzureichend. Überrascht hat uns das DutchiShoot 1 beim Aufnehmen von Videos. Für die Preisklasse ist die Qualität der Full-HD-Aufnahmen gut und auch der Ton kann sich hören lassen. Leider gibt es keinen Autofokus, sodass man hier manuell fokussieren muss. Die 5-Megapixel-Frontkamera mit Galaxy-Core-Sensor erzeugt Aufnahmen, die für anspruchslose Selfies ausreichen. Für die Energieversorgung soll im DutchiShoot 1 ein 3300 mAh Akku stecken. Bestätigen können wir das nicht, die Messung ergab 2600 mAh und auch die Akkulaufzeit spricht nicht für die 3300 mAh. Bei sparsamer Nutzung ohne Spiele und GPS kommt man über den Tag, mehr aber auch nicht. Im Schnitt haben wir eine Screen-On-Zeit von 6,5 Stunden erreicht. Bei aktiviertem Bildschirm lag der Akkuverbrauch im Schnitt bei 15,2% pro Stunde. Das Aufladen dauert mit 5 Volt 2 Ampere Fast Charging nur etwas mehr als 2 Stunden. Fazit: Das DutchiShoot 1 zählt unter den Dual-Kamera-Smartphones des unteren Preisbereichs definitiv zu den besseren Geräten, zumindest aus Sicht der Kamera. Wir waren sehr überrascht, dass die Dual-Kamera hier tatsächlich von Nutzen sein kann. Die mäßige Akkulaufzeit und das nicht funktionierende GPS ziehen die Endwertung aber massiv herunter, sodass man das DutchiShoot 1 sicherlich nicht uneingeschränkt empfehlen kann. Eventuell kann Dutchi ja noch etwas per Software-Update verbessern. Wir werden das wie üblich beobachten und unseren schriftlichen Test auf chinamobilemac.de diesbezüglich aktuell halten. Das war es dann soweit für diese Review. Ich bin Christopher für CMM. Bis zum nächsten Mal.